Hab mir ein bisschen meinen Häkelkram angeguckt. Ich häkel ja sehr gerne. Und habe jetzt auch das Geburtstagsgeschenk für meine Tante weggeschickt. Bin ich vorgestern extra kurz von Arbeit weg, habe mir kurz Pause, gemacht. Hab das zur Post gebracht, bin wieder zurück zur Arbeit. Ach ja. Gut, hoch da. Wir zählen wieder, wir haben ja nichts Besseres zu tun. So. 1, 2, 3, 4, 5. Nein! Nein, hinter dir wieder! 6, 7, 8, 9, 10. Ach, diesmal war es nur ein Dutzend. Na dann. Ich bleib eh wieder hier und warte, bis es aufgeladen ist. Weil, ey. Und ja, ich weiß, es ist eilig, aber so viel Zeit muss sein. Er hat gesehen, auch das Dutzend gerade hat mir doch ganz schön viel ausgemacht. Fast so schlimm wie die 21 vorher. Wir können ja ganz langsam in die Richtung mal gehen. Da oben sind, da vorne sind schon die nächsten. Ich mache die lieber Stück für Stück, weil, ne? Nicht, dass ich dann wieder... Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer. Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Robert de Sable. Ein Adjutant? Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage.
Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Sid Blank, Assassin. Was ist das für ein Zweikampf? Was zum Geier ist das denn für ein Zweikampf? Hast du den Typen nicht gehört? Der hat Zweikampf gesagt. Bei Zweikampf denke ich immer an, komischerweise, zwei Leute. Nicht 20 gegen einen. Ich weiß, ich bin da so ein bisschen altmodisch. Aber, ne? Kennt ihr das? Wenn ihr Zweikampf hört, dass ihr an zwei Leute denkt. Der schummelt. Das sollte dem anscheinend allein schon jetzt sagen, irgendwas stimmt mit dem Heini nicht. Wenn der es nötig hat, schummeln zu müssen. Würdest du jetzt bitte einfach sterben? Irgendeiner von euch, bitte. Achtung! Ich hasse Schubsen. Wie euch aufgefallen ist, ich schubse auch selber nicht. Ich mag Schubsen. Ich bin Schubsenpanne. Danke, danke, danke. Hinter, ja. Komm mal, würdest du bitte einmal aus dieser Ecke raus? Die Nerven. Töte ihn, töte ihn, töte ihn! Bist du doof? Warum schlägst du nicht auf ihn ein, während er am Boden liegt? Der trifft ihn nicht, während er am Boden liegt. Na toll. Oh oh. Ich bin tot. Geil. Ich hab verloren. Benutzen Sie freies Laufen, um aus einem Kampf zu fliehen. Ich fange wieder mit allen an, ne? Bitte! Greif doch einmal alle im Kreis an, bitte. Das macht es mir für mich viel leichter, wo ich eh schon gegen... Wie viel sind das? 10 oder 15 oder so? Töten muss? Höre den Zorn Gottes! Naja, spür du mal den Zorn Gottes. 4! Ich hab noch 4, 2 Leben! Erbärmlich!
Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt. Die Rache Gottes! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Danke! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn bitte auch! Den da, den da, den da, den! Na klar. Ich hab keine Lust mehr. Ich muss auch sagen, ich finde das super unfair, dass du vor dem Endgegner nochmal so 10-20 Leute tot machen musst. Das geht gar nicht, finde ich, aber passt schon. Guck mal, ich habe kein einziges Leben mehr. Ich habe keinen. Und soll jetzt dagegen ihn da kämpfen. So, pass auf. Hier. Ja. Ich kann ein bisschen im Kreis laufen. In der Hoffnung, dass er mich nicht erwischt und mein Leben ein bisschen regeneriert. Ich habe 2. Jetzt habe ich schon 3. Ich weiß, es ist eine beknackte Methode, aber ich brauche ein bisschen Leben. Ich kann so nicht gegen den antreten, weil der haut mich instant weg. Das sieht so beknackt aus. Und bei 5. Wenn ich die Hälfte vom Leben habe, also 10, treten wir gegen ihn an. Ich weiß, es ist super blöd und unspannend, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe keine Lust, die noch 5000 Mal niederzumetzeln und dann irgendwie wieder mit einem Leben dazustehen oder gar keinem, wie gerade, gar keinem. Gegen den Endboss, toller Plan. Komm einfach. So, jetzt. Ah. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst,